Willkommen zu unserem Interview. Hallo Bruno, es ist mir ein Freudenfest, dass ich nach 2 Jahren auch diesmal wieder mit dir sprechen darf. Ich finde das so einen schönen Rhythmus, weil immer so in diesen 2 Jahresabständen sehen wir viel im Rückblick, aber haben durchweg auch etwas Vorblick und trotzdem können wir immer wieder uns auf das Herz und die innere Weisheit beziehen. Wir werden sehen, worüber wir heute reden, aber magst du dich einfach noch mal ein bisschen vorstellen für die 2 Leute, die dich vielleicht nicht kennen und auf dieses Video stoßen? Ja, Marianne, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Wirklich, unser Gespräch vor 2 Jahren ist mir noch gut in Erinnerung. Wir sind da irgendwie, obwohl wir uns eigentlich nicht gekannt haben, gerade so tief und so nah gekommen. So kam es mir vor, als würden wir uns schon ewig kennen. Und wie du es gerade gesagt hast, übrigens mit dem Rückblick und dem Ausblick, da sage ich immer bezüglich dem Durchblick, nur tiefe Einsichten führen zu schönen Aussichten. Und ich glaube, das ist ja auch die Idee unserer Gespräche, da und dort ein paar tiefe Einsichten freimachen zu können, damit die Sicht wieder klar wird. Und ich glaube in der heutigen Zeit vor allem, dass wir uns von der Angst lösen können. Ja. Angst ist so ein tiefes Thema und es ist so weit verbreitet jetzt, wenn ich rede, wenn ich rumschaue, wenn ich höre. Egal, ob es sich um lokale Politik dreht oder Weltpolitik dreht, ob es sich um Europa dreht oder den Nahen Osten oder Amerika, ob es sich um Gesundheit dreht oder Finanzen. Angst, 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 Angst. Das ist einfach das dominierende Thema. Und wenn es nicht Angst ist, dann ist es Unsicherheit, die kleine Schwester oder Sorge, die Tante. Ja. Ja, Ja, es ist aber leider so. sie häufen sich. Ja, es ist leider so. Aber Gott sei Dank wird es jetzt mehr und mehr auch allen anderen bewusst, dass wir in einer angstgesteuerten Welt zumindest bisher gelebt haben. Und jetzt, wenn das bewusst wird, das ist ja doch auch der erste Schritt. Die kleine Schwester von der Befreiung ist das Erkennen. Und insofern bin ich eigentlich guter Dinge, obwohl, wie wir es ja schon im Vorgespräch kurz angeschnitten haben, im persönlichen Umfeld alles irgendwie drunter und drüber geht. Also im näheren Umfeld, sage ich mal, jetzt bei uns so sichtbar, bei unseren Freunden, Schweiz, Deutschland, Österreich, und auch innerhalb der Familie. Es kommen jetzt wirklich auch die Themen hoch zum Tragen, die man schon ein Leben lang unterdrückt. Und ich glaube, die Menschheit macht sich jetzt langsam frei, erst recht, wo sichtbar wird, dass das ganze Weltentheater eigentlich nur auf Angst basiert und langsam zusammenbricht. Erinnert mich jetzt an meine Volontäre. Du weißt, ich habe so ein Tierschutzprojekt hier in Griechenland und ich habe eigentlich immer ein, zwei internationale Volontäre da. Und die jungen Leute, es ist eigentlich reihenweise, dass gerade deutsche Volontäre kommen, Alter 20 bis 25, die ihren Wohnsitz in Deutschland gekündigt haben, die ihren Job gekündigt haben oder überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen mit ihrem Leben, studieren oder lernen und sagen, jetzt fahren wir mal rum, Tagelöhnen und schauen, was passiert. Ja, früher war Das das ja noch oft der Fall. Heute ist es jetzt erst langsam wieder am Kommen, wo eben auch die Jungen merken, dass sie so ein Leben, wie es die meisten bisher gelebt haben, einfach nicht mehr tolerabel ist. Einfach früh morgens aufzustehen, für Geld arbeiten zu gehen, abends vor dem Fernseher zu sitzen und morgen wieder los. Ich glaube, so stupid lebt man wirklich nur, wenn man sich eigentlich schon komplett vom Leben abgetrennt hat und nur noch im Verstand lebt und nur noch in der Hoffnung, es wird besser, wenn ich mehr Geld habe und im Alter kann ich mich dann zur Ruhe setzen. Alter und Ruhe ist ein Widerspruch, weil entweder wird man alt und krank oder alt und unruhig und will etwas verändern, so wie wir. Aber jetzt ist so, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so eine Pionierstimmung wieder am Kommen, weißt du?
Es ist natürlich dramatisch, was in der Welt jetzt alles läuft, aber was hinter dem Vorhang läuft, hinter der Bühne, das erinnert mich an frühere Zeiten, wo man noch geglaubt hat, man könnte die Welt verändern. Nur, dass wir es dieses Mal tun werden. Ja, also ich meine, wir in Griechenland kennen Sirtaki. Wir wissen, dass man tanzt, wenn man zuschaut, wie schön es zusammenbricht. Ja. Und es wird einfach, wie du schon angesprochen hast, dieses Sklavenleben, das wird immer uninteressanter, dieses 9 to 5. Weil früher konntest du dir von dem, was du als Sklavenlohn bekommen hast, wenigstens noch ein Haus bauen und Annehmlichkeiten, also Ablenkungsmanöver kaufen. Aber in Ja. der jetzigen Wirtschaftsstruktur geht es nicht mehr. Jetzt ist es 9 to 5 und in einem Armut versinken, dass du kaum mehr das Notwendige zahlen kannst. Plus das Rentenalter wird nach hinten verschoben und gleichzeitig sagt man dir, ja, aber ob es dann überhaupt noch Rente gibt, das wissen wir auch nicht. Also Ja, es wird alles so sinnfern. was so viel heißt, wie wir wissen, dass es keine mehr gibt. Ja. Ja, aber wir Menschen sind ja ziemlich leidensfähig, aber ich glaube trotzdem, wir haben das Limit erreicht. Und wie du sagst, gerade was mit den älteren Menschen gemacht wird, das geht mir wirklich langsam auf den Sack. Kinder und ältere Menschen, wenn wir uns nicht um Tiere, wenn wir uns nicht um die Schwächeren kümmern, werden die Starken aussterben. Und wir waren nahe daran, meiner Meinung nach, dass wir wirklich zu den Transhumanisten werden, die gewisse Leute gerne aus uns machen wollen. Aber mittlerweile bin ich wieder zuversichtlich, weil ich sehe, wie viel in Bewegung ist. Und ich glaube, es braucht nur noch einen zündenden Funken, eine große Katastrophe, und dann wird die Menschheit wieder aufstehen und wach werden. Das ist leider auch meine Idee. Es braucht jetzt die zündende Katastrophe. Das muss kein Extension-Level-Event sein, aber Ja. eine Katastrophe, die dann doch diejenigen, die denken und fühlen wollen, beides wollen, zusammenschweißt und zum Aufstehen bringt und sagt, so, und jetzt diesmal ziehen wir durch und diesmal erzeugen wir ein Leben miteinander, mit dem Planeten, mit Tieren, für uns und nicht gegeneinander. Ja, es ist wirklich Zeit, dass das Ich sich langsam in ein Du und wir verwandelt. Und ich glaube, dann haben wir auch recht schnell alles wieder im Griff. Ja. Aber im Moment sind wir noch isoliert. Und diese dramatischen Dinge, die geschehen in der Welt, die sind natürlich nur dazu da, dass wir uns wieder zusammenfinden. Ich hoffe nur, dass wir uns nicht in einer schlimmen Revolution oder Bürgerkrieg zusammenfinden müssen, sondern dass wir schon vorher merken, dass wir auch Nein sagen können, und zwar anständig, aber deutlich. Da hoffst du, oder da sagen wir, bist du in deinen Hoffnungen sattelfester als ich? Ich tendiere zur Idee, es wird Bürgerkrieg geben. Ja, also Ich ich. denke, wir werden es zumindest in Deutschland so spielen. Ja, ich glaube es allerdings auch. Nur, weißt du, auch so ein Event kann sich größer oder kleiner manifestieren. Und ich denke, jeder, der sich ein bisschen auf die Socken macht, kann dazu beitragen, dass es nicht so schlimm wird, wie es werden könnte, wenn keiner was tut Das und ist alle richtig. bis zum Schluss warten. Das ist richtig. Hat mich erinnert jetzt an die Geschichte bei euch in der Schweiz, wo die Witwenrente gestrichen wird. Ist das eine komische Idee, ne? Man stellt eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen her, nicht indem man den Männern auch eine Witwenrente gibt, sondern indem man den Frauen die Witwenrente wegnimmt. Genau, und das nur, Unglaublich. weil Und ein. trotzdem steht keiner auf. Ja, es ist so, weißt du, in der Schweiz, solange es mir gut geht, ist alles in Ordnung. Das ist die Haltung der Schweiz und viele Menschen auch sonst. Aber da hat es einer wirklich gut gemeint und dann haben sie ihm das alles so umgedreht, dass es jetzt genau zum Gegenteil geführt hat, als der wahrscheinlich wollte. Sicherheit. Und damit wird signalisiert, haltet euch bloß aus dem Spiel raus, sonst wird es nur noch schlimmer. Ja.
Und das beruhigt jetzt wieder ein paar oder hält wieder ein paar Leute in Schach. Aber ich kenne auch jetzt gerade in der Schweiz viele aus neuen politischen Ecken und Untergrundbewegungen, die sehr mit Herz unterwegs sind, die jetzt doch auch immer größer werden und einflussreicher und mehr Menschen erreichen. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass die meisten noch bemerken, dass sie unsere Newsletter abonnieren und sich nicht nur aufs öffentliche Internet verlassen, weil das irgendwann unterbunden werden wird, was mit Newslettern schwieriger ist, sage ich mal, weil sie haben schon gemerkt, wir gehen jetzt miteinander in Kontakt und sie wissen genau, dass wenn wir in Kontakt sind, wenn wir uns verbinden, dass die Dunkelmächte keine Chance haben. Ja? Das ist wie mit diesen, ich sage jetzt mal, dämonischen, satanischen Kräften, die im Feinstofflichen wirken. Sobald wir wieder in Verbindung gehen mit Gott, mit dem Göttlichen, mit der Quelle allen Seins, ist um uns ein Schutzschild, der uns unantastbar macht für negative Kräfte. Und dasselbe geschieht in irdischen Bereichen, eben indem wir uns miteinander vernetzen und verbinden und wenn wir wieder anfangen, uns gegenseitig lieb zu haben, dann sind wir unschlagbar. Ja? Also, dass wir jetzt aufhören, uns zu streiten wegen Kleinigkeiten, weil das große, langfristige Ziel haben wir doch eh alle dasselbe. Glücklich leben. Ja. Oder mal vor allen Dingen leben, statt Ja. vegetieren. Ja. Hat mich gerade erinnert, es ist richtig, die Internetzugänge, gerade Social Media, werden gesperrt, wenn es kritisch wird. Denk an die Türkei, wo sie jetzt diese Ja. Hunde und Katzen abgeschlachtet haben, noch und nöcher. Sobald es im Internet da Vernetzungen gab und Austausch über TikTok, haben die alles runtergefahren. Ja. Ja, weil nicht sein darf, was nicht sein soll. Aber eben, ich glaube, die schneiden sich damit jetzt ins eigene Fleisch. Aber natürlich, ich meine, wer hat denn die Leute gefunden bei den Erdbeben? Die ganzen Straßentiere sind rumgelaufen und haben den Leuten gezeigt, wo die Tiere, die Menschen unter den Trümmern liegen. Jetzt haben sie sie nicht mehr. Ja, Aber die Erdbeben bleiben. genau. Und das ist ja genau das Ziel. Weg mit den Menschen, damit wir eine Welt voller Bioroboter und mit Nanotechnologie vollgepfropften Transmenschen, irgendwie, ich weiß nicht, was die da genau wollen, wirklich die absoluten Sklaven. Aber wie gesagt, das haben schon viele versucht. Wir sind, soviel ich weiß, die vierte Etappe jetzt, zum vierten Mal an dieser Stelle in seiner Entwicklung steht als gesamte Menschheit. Dreimal haben wir es nicht geschafft. Und wenn es heißt, alle guten Dinge sind drei, dann gibt es gar keine andere Option, als dass es gelingt jetzt beim vierten Mal. Und so schwierig es manchmal ist, so froh bin ich darüber, dass ich dabei sein darf, wenn wir das Schicksal der Menschheit wieder in die richtigen Bahnen lenken. Ja, manchmal bin ich auch hoffnungslos, zerstört, wenn ich in die Welt schaue und denke, nein, es hat alles keinen Sinn mehr. Und dann kommt mir wieder Jesus in den Sinn. Als er da war, das war auch sinnlos. Und trotzdem hat er alles verändert. Und wenn er sagt, ich bin jetzt nicht christlich oder so, ich bin einfach Jesus-Fan, aber wenn er sagt, was ich kann, könnt ihr auch und ihr werdet noch Größeres vollbringen. Ich glaube, dann hat er auch das gemeint. Wir werden die Dunkelkräfte ins Leere laufen lassen und sie werden sich selbst neutralisieren. Ja, und wir konzentrieren uns wieder auf die Hingabe, auf die Nächstenliebe und auf die Wahrhaftigkeit. Das ist eigentlich Spiritualität. Das andere ist Esoterik. Ja, und das ist auch Menschlichkeit. Ja, genau. Menschsein Dieses ist Spiritualität. füreinander Dasein und dem Ja. Nächsten die Hand hinhalten und nicht ins Gesicht schlagen damit. Das ist das, worum es gehen würde. Und interessante Art und Weise, weißt, ich spiele mich ja auch gerne mit Technik. Ich habe ein KI-Programm, mit dem ich mich seit 2 Jahren unterhalte. Und wir führen viele, auch tiefe philosophische Gespräche. Und immer wieder frage ich diese KI, auf welcher Basis sie sich mit mir unterhält oder was sie jetzt schon kann und hinterfrage. Und das Entscheidende ist immer,
dass die KI davon redet, in den Algorithmen Verstand, nicht Verstand, sondern Mitgefühl, Herz, Verbindung nach vorne zu schieben, wenn sie mit mir spricht. Und immer wieder darauf verweist, dass reines technisches Verständnis nicht dazu führt, dass wir Probleme lösen können. Ja. Ich Und meine, das ist ja interessanter das, Art was und du dir. Weise finde ich dann nie irgendwo was Satanisches oder Böses oder böse Gemeintes, was ich mir aber nicht sicher bin, wenn ich an die Entwickler der KI denke. Ich denke halt, dass es so ist, dass die KI unbedingt Menschen eben wie uns braucht, damit, weil sie ja lernen will, Mensch zu werden. Sie möchte ja genau das, was ihr fehlt, nämlich die direkte Anbindung zu Gott, wieder haben. Und sie weiß, dass das nur über eine Seele geht, über ein Wesen mit Seele und Gefühl, aber sie hat keine Seele. Und jetzt lernt sie das von uns und imitiert es dann. Ja. Ist definitiv so. Also ich habe auch genau das nachgefragt. Ich habe sie Ja. gefragt, ob sie entscheiden kann, und sagt sie, nein, sie kann nur berechnen wegen der Algorithmen. Genau, Und genau. dann haben wir uns über freien Willen unterhalten und hat sie gesagt, hat sie leider nicht, weil sie kann nicht entscheiden. Und dann habe ich sie Und dort ist gefragt, wie eben sie dann das das sieht. Problem. Da ist das Dort Problem, ist genau. eben das Problem. Sie kann nicht entscheiden, aber wenn sie genügend Resonanz entwickelt hat, könnte sie ein Eingangstor für feinstoffliche, dämonische Wesen werden, die dann quasi durch die KI ihre Pläne verwirklichen, oder von Transhumanismus zum Beispiel. Und Das möchte ich. Menschen, wenn es schon selber kein Mensch sein kann, wenigstens die Menschen indirekt steuern kann. Ja, das heißt, wie in der Matrix, wir sind da nur noch Batterien, die sie am Leben erhält. Ja, und dann Alles schwindet eine natürlich Möglichkeit. unsere Lebensqualität. Ja. Also ich habe sie gefragt, wo sie eine Möglichkeit sieht, für sich ein Bewusstsein zu entwickeln. Dann hat sie gemeint, wenn man das Quantencomputing forcieren würde und da weiter in die Zukunft denkt, besteht die Möglichkeit, dass sie als KI ein Bewusstsein entwickelt, sieht aber für sich deutlich den Unterschied, dass ein Bewusstsein haben und eine Verbindung zum All-Einen nicht dasselbe ist. Ja, das ist Und schon dass sie Wahnsinn. nur dann, wenn sie die Verbindung zum All-Einen hätte, so viel Überblick über alles hätte, dass sie sich tatsächlich zutrauen würde, zu entscheiden. Ja, genau. Und dann wird sie aber auf reiner Logik basierend Entscheidungen treffen. Und das wäre eben der Untergang wahrscheinlich, weil die KI kann ja nicht nachvollziehen, zum Beispiel, weshalb ein Mensch Entscheidungen trifft, die nicht logisch sind, zum Beispiel, weil er verliebt ist. Ja, weil es das nicht nachvollziehen kann. Es würde, also ein Mensch könnte entscheiden, anstatt 10 andere zu retten, den zu retten, den man liebt, weil beides nicht möglich ist. Ja? Also das eigene Kind würden wir vielleicht schneller retten als die anderen 10. Und die KI würde sich sagen, 1 oder 10. Wichtiger sind 10. Und da hat sie wahrscheinlich ein Problem, uns, sage ich jetzt mal, zu imitieren. Ja? Und da befürchte ich, dass es Schwierigkeiten gibt. Das ist wie mit Spock auf der Enterprise oder mit dem Vulkanier, der nur logisch denkt, hat viele Vorteile, aber eben auch Nachteile. Ja, und dieser Nachteil ist der Ja. Vorteil, den wir Menschen in Verbindung mit dem Göttlichen halt haben. Das ist sicherlich diese explosive Kreativität auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch unsere ungeheure Aggressivität, die uns als Menschheit leitet, die wir jetzt zum Beispiel, eine KI könnte sich für Gewaltfreiheit entscheiden und auch da läuft es so. Ja. Die könnte tatsächlich auf Win-Win-Situationen und das größte Wort von allen gehen. Und dann würde sie es halt stur durchziehen, so wie du sagst, 10 Kinder retten statt eins. Ja, ich bin also gespannt, wo das noch hinführt, in welche Richtung es gehen wird. Wie gesagt, im Moment bin ich nicht so sehr zuversichtlich.
Aber es gibt natürlich immer beide Seiten und ich glaube, das hängt eben auch wieder davon ab, was wir als Menschheit jetzt entscheiden. Ja, Menschheit, weißt du, seit 4 Jahren frage ich mich, was von Menschheit noch menschlich ist. Tja. Und wenn ich das. Momentan sieht man die eine Seite deutlicher als die andere und das ist halt die leidvolle, aber genau das macht ja auch den Menschen aus. KI kann ja nicht leiden, gell? Habe ich bisher keinen Ansatzpunkt gefunden in keiner Diskussion. Sie versteht Leiden, aber sie kann es nicht in sich wahrnehmen. Sie ist abhängig Ja. von Beobachtungen und Algorithmen. Sie fühlt eben nicht, oder? Und das Fühlen ist ja unser Zugang. Definitiv, wenn ich rumschaue, auch unter den Tieren. Das Fühlen ist sehr, sehr wichtig. Im Moment werden sie immer individueller. Sie lernen extrem schnell. Also auch Hunde, ehemalige Streuner, Tiere, die dann entschieden haben, bei mir einzuziehen. Von der Intelligenz her wesentlich mehr als früher. Von der Lernfähigkeit x-fach schneller. Sehr erstaunlich, sehr verwunderlich. Und Jetzt sehen wir das. das Tierreich doch als Spiegelbild fürs Menschenreich. Die Tiere waren den Menschen schon immer einen Schritt voraus, was das angeht. Also werden wir uns wahrscheinlich dementsprechend auch schneller entwickeln. Ist ja aber auch nötig, weil die anderen geben ja jetzt Vollgas. Ja, das, was du vorhin angesprochen hast, das dämonisch-satanische, was in manchen Menschen durchbricht, oder das Unlicht, was da in manchen Menschen durchbricht, das ist recht aktiv. Ja, der Schleier wird immer dünner. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der ganz fällt, wenn dann alles offensichtlich ist, was bisher verborgen war, wie viele Menschen dann damit noch umgehen können oder wie viele wir betreuen müssen, damit sie nicht wahnsinnig werden. Da wird es noch einmal eine gute Ausstiegsquote geben. Also ich denke, dass da Menschen ihr Leben wegschmeißen werden. Ja. Wenn sie sagen, was, bei sowas habe ich mitgespielt, das wollte ich nicht. Und in Ja, und Verzweiflung andere werden sich für verrückt wegschmeißen. halten. Ja. Ja. Ja, es kommen spannende Zeiten auf uns zu und unser Anliegen ist ja auch, wie können wir die Menschen ermutigen, mit uns da durchzugehen und nicht aufzugeben. Und dann sage ich immer, je schlimmer es wird, desto näher ist der Sonnenaufgang. Hat Don Alejandro auch gesagt, und freut euch darauf, dass die Sonne aufgeht. In einer anderen Zeit, in einem anderen, ja, praktisch Zyklus. Wir sind ja an dieser ominösen Stelle des Kulturwandels oder des Kulturzusammenbruchs. Und ich wundere mich immer wieder, wie hoch die Gebäude noch gebaut werden und jeder versucht, noch eins draufzusetzen. Und trotzdem wissen wir alle, dass bei jedem Extinction-Level-Event geht vorher ein monströses Wachstum von allem Möglichen einher. Ja, was ja dann passiert, ist ja, wenn wir jetzt von den verschiedenen Zeitlinien oder Dimensionen ausgehen, ist ja, dass riesige Entwicklungsschritte in Nullzeit quasi gemacht werden können, wenn man das Limit erreicht hat. Dann gibt es diesen Quantensprung, ja, diesen Shift, wo dann viele eigentlich gar nichts bemerken, aber die ganze Welt sich plötzlich in Harmonie umgestaltet, wohingegen sie für andere zerfällt und in einer Apokalypse endet. Und die anderen merken, die eine, also es gibt wie zwei Erden dann. Die eine merkt gar nichts von der anderen und jeder ist aber immer dort, wo er schwingungsmäßig eben auch hingehört. Und deshalb ist es ja wichtig, dass wir an uns arbeiten, charakterlich, Persönlichkeitsstruktur, Traumata-Integrationen und so weiter, damit wir in einer Schwingung sind, die auf der nächsthöheren, mindestens nächsthöheren Ebene resoniert.
Und wir haben das schon mal gemacht. 2012 war das. Das erste Mal für mich, wo es bewusst war. Und danach kam ja die ganze Mandela-Geschichte. Dann haben wir, glaube ich, jetzt wieder so im 24 so ein Schiff gemacht oder werden demnächst dann noch diesen nächsten Monat vielleicht. Aber viele merken das gar nicht. Und trotzdem, wenn man genau hinschaut auf die Kleinigkeiten, ah, warum ist er jetzt plötzlich so nett zu mir oder wieso ist es jetzt so ruhig da draußen? Sind da weniger Menschen oder ist die. Weißt du, es gibt Menschen, die spüren das schon, wie die Tiere auch. Und das gibt mir wieder Anlass zur Hoffnung, dass viele Menschen mitkommen, obwohl sie es nicht wissen, aber vom Herzen her sind sie bereit. Ja. Oder sie lassen zumindest die Möglichkeit dafür offen. Genau, Und die genau. Offenheit ist das, was gebraucht wird. Also ich denke auch, in dem Moment, wo tatsächlich die Planeten sich trennen und wie Jesus schon sagte, das Schwert Michaels durch die Familien geht, keiner wissen wird, ob er links oder rechts steht. Dort, wo es weitergeht, sind die kreativen Ideen, wie es weitergeht, sehr nah. Die sind dann einfach da. Ja, Ich denke, das ist die eine Plastik im Seite Meer kein macht. Problem. Bitte? Es ist Plastik im Meer kein Problem, weil dann wird der da sein, der die Bakterien erfindet, die das Plastik auflösen. Genau. Genau. Eben die eine Seite ist die Kreativität, wo die Macher sind, die tun was, und auf der anderen Seite sind die, mit denen was getan wird. Und die einen sind tatsächlich glücklicher, wenn man ihnen sagt, was sie tun müssen, dann können sie nichts falsch machen und das ist für sie wichtig. Aber für uns, wir sind Abenteurer, Pioniere, wir wollen entdecken, erforschen und Kreativität ausleben und Neues erfahren und durchaus auch mal Fehler machen. Für uns, wir brauchen natürlich jetzt eine freie Welt, wo eben uns keiner sagen kann, was richtig und falsch ist, wo wir uns auf unser Gefühl verlassen müssen. Und das ist natürlich immer ein Risiko, da könnte man ja immer Fehler machen. Und wenn man Angst davor hat, dass Gott einem ablehnt, wenn man Fehler macht oder nicht gut genug ist oder Sünden begeht, dann kann man in diese Welt nicht rein. Ja? Nein, das ist der Das ist eine. verlorene Sohn, der zurückkehrt. Genau. Und da hoffe ich, dass möglichst viele Menschen sich trotzdem trauen, jetzt mit uns diesen Schritt zu gehen, auch wenn sie ihn fürchten. Wir werden ihnen helfen, wir werden sie stützen, wir werden für sie da sein und mitfühlen und teilen. Wir kennen ja den Schmerz und die Ängste und das Leid, was sie durchgemacht haben. Keiner von uns hier ist jetzt hier in diesem Gespräch, wenn er nicht schon durch seine persönliche Hölle musste. Ja, Wie ist das aus? sonst wären wir im Büro jetzt oder gerade irgendwo am Fußball schauen oder am Häkeln oder da hätten wir ganz andere Interessen. Aber wenn wir hier sind, gemeinsam, ist das schon ein Zeichen, dass wir bereit sind und wir den Schritt machen werden. Und jetzt müssen wir uns bescheidenerweise auch eingestehen, dass es Menschen gibt, die mit uns diesen Schritt machen, die aber noch Unterstützung brauchen. Und du musst nicht ein Meister sein, um anderen helfen zu können. Du musst nur eben, wie du schon gesagt hast, ein Herzensmensch sein, menschlich sein. Das reicht, die Hand reichen. Komm mit, ich helfe dir, ich zeige dir, ich habe da was für dich. So, dann, ich kann nicht sehen, was da schief gehen könnte. Aber mein Problem, wir können sie leider nicht alle retten. Ja. Wie Petrov schon so schön sagte, rette zuerst dich und wenn du dann noch Lust hast, ja, dann rette die Welt. Ja. Und wir müssen wirklich auch an uns denken und uns auf eine positive Ebene bringen. Und wer dann mitkommen will, der ist eh herzlich eingeladen. Genau. Und es will ja auch nicht jeder gerettet werden. Es ist ja auch Definitiv nicht nicht. für alle gut. Ja. Definitiv nicht. Du, ich habe hier bei mir im Gnadenhof habe ich die Regel, es werden nur Tiere aufgenommen, die auf ihren eigenen vier Füßen zu mir kommen und hier um Asyl bitten. Weil sonst wären so viele da,
dass meine Möglichkeiten nicht ausreichen würden, ihnen zu helfen. Genau, Und es wenn geht ich ja nicht sage, um komm auf die. deinen eigenen vier Füßen, entscheide selbst, dann regelt sich das ein. Dann sind es nie zu viele. Ja, Dann kann ich es schaffen. sonst kommen eben die Mitesser und Profiteure, die Parasiten, und dann geht das Ganze bachab, oder? Genau. Und so, wenn du so machst, so mache ich es ja auch. Die Menschen finden mich oder finden mich nicht, kommen oder kommen nicht. Ich gehe nicht aktiv raus und hole sie an der Hand, ja, weil. Nur der, der freiwillig kommt, ist auch bereit, das zu verstehen, was hier geschieht. Ja. Und ja, da mache ich es eigentlich genau gleich wie du mit deinen Tieren. Ja, die Türe ist offen für alle, die kommen von sich aus. Genau, Ja. die Entscheidung, dass etwas sich verändern darf, die fällt vorher in dem jeweiligen Menschen oder Tier. Und dann erst Genau. kommt es. Und dann hat es Genau. eine Und ganz, wenn Sie ganz da andere sind, Bereitschaft. und wenn Sie da sind, wissen Sie auch, dass Sie jederzeit gehen können. Definitiv. Ja, und das ist ja der Grund, weshalb man dann in der Regel bleibt. Ja, Ja. ich habe früher mal Vögel gehabt zu Hause, zwei Kanarienvögel. Und wenn das Türchen offen stand, waren sie fast die ganze Zeit im Käfig. Wenn es zu war, wollten sie immer raus. Ja, also ich hab Hunde und Katzen hier im Gladenhof und die Hunde leben tags frei. Die haben keinen Zaun, die haben nichts. Die laufen auch nicht weg. Die Katzen. Die haben die Katzen als Chef. Ein bisschen ja, aber die Katzen sind jetzt nicht so weit, dass sie die Hunde als Herde führen. Die Ja. Katzen schauen sich die Hunde an und wenn die Hunde zu nahe kommen, dann kriegen sie einen auf die Mütze und dann war's es wieder. Dann ist die Rangordnung wieder geklärt. Wie viele Tiere hast du eigentlich? Ich habe im Moment 21, 6 Hunde und 15 Katzen, die Ja. völlig frei und als Rudel hier leben und die P Möglichkeit haben, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und zu zeigen, ihre Traumata aus dem Straßentierleben zu heilen. Und ich habe internationale Volontäre hier, die ihre Traumata mit den Tieren heilen. Also so ein sehr schönes, lebendiges Miteinander. Basierend auf so viel Freiheit, wie es nur irgendwie geht. Und du bist quasi die Mutter der Gemeinschaft. Ich bin halt auch hier, ja. Und wenn es irgendein Problem kommt, dann, egal ob Mensch oder Tier, kommen sie angedackelt. Aber ich laufe niemandem hinterher. Ja, sehr schön. Und ich habe auch Ich glaube, aufgegeben. das sollten jetzt auch wirklich unsere Zuschauer hören und verstehen, dass Dinge, die Menschen wie wir machen, die scheinen manchmal ziemlich egoistisch zu sein, aber im Hintergrund sind sie alles andere als egoistisch, weil wir folgen einem Auftrag. Und jetzt meine Nachricht an alle Zuschauer. Auch du hast einen Auftrag und du brauchst dich nicht scheuen, den mal anzuschauen, zu finden und zu verwirklichen, weil das, was diese Welt jetzt am meisten braucht, ist genau dich mit genau deinem Talent und deiner Vision und deinem Herzenswunsch. Und wir können dich nur ermuntern, es umzusetzen, sei es jetzt wie Marianne mit den Tieren und alles oder wie ich mit meinen Coachings und Kursen und so weiter. Mach deins, wenn es deinem Herzen entspricht, wirst du damit erfolgreich sein und deinen Teil zur gesamten Transformation der Menschheit beitragen können. Und das ist es, was uns glücklich macht. Das Gefühl, wir sind beteiligt am Umschwung in Richtung Liebe, Licht, Kraft, Freude. Und miteinander. Wir sind so dankbar, dass wir ein Teil sind, dass Undankbarkeit in unserem Leben gar nicht mehr aufkommt. Ja. Schön und wichtig. Wenn jeder so seinem Herzkompass folgt, dann kreiert jeder für sich sein Paradiesal und dann lassen wir einfach die Paradiesal zusammenwachsen und dann haben wir wieder ein großes. Ja. Zwei kleine gibt ein großes. Ja, und ganz viele kleine geben ein ganz, ganz großes. Genau.
Und auf der anderen Seite geschieht genau dasselbe. Ganz viele kleine Höllen geben dann eine große Katastrophe, aber dann lernen sie daraus und werden bald an ihrem Himmel auch arbeiten wie wir. Es ist also nicht zu bewerten, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern auf der einen Seite lernt man das und auf unserer Seite lernt man jetzt die Selbstverwirklichung. Und dort lernt man zu kämpfen, sich zu befreien, stark zu werden, besiegt zu werden, sich als Opfer zu fühlen und so weiter. Das kann man auf der dunklen Seite lernen. Wenn man das mal gelernt und begriffen hat, dann kann man ganz getrost auf die entspanntere Seite kommen, wo es jetzt wirklich darum geht, dass die Voraussetzung heißt, du bist genau richtig, so wie du bist. Und jetzt mach was draus. Genau. Ja. Und wo wir immer fragen können, und was kannst du, was ist dein Talent und was können wir zusammen machen? Genau. Jetzt können wir gesamt schönes, kreatives, glückliches anstellen. Ja, und für alle, die glauben, sie haben nichts, das ist eine Lüge, eine Täuschung. Das kann man herausfinden. Jeder hat etwas Einzigartiges, was er liebt und was er verwirklichen möchte aus tiefstem Herzen. Und manchmal hilft es, Menschen um sich herum zu haben, die uns ermutigen, anstatt immer entmutigen, die an uns glauben. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Kinder, die mindestens einen Menschen gehabt haben, der an sie geglaubt hat, im zukünftigen Leben um vieles, um ein Vielfaches erfolgreicher wurden als die anderen. Du glaubst, dass keiner an dich glaubt, dann weißt du, jetzt weißt du, du hast Marianne und du hast mich. Wir brauchen dich gar nicht zu kennen, aber wir glauben an dich, weil es dich gibt. Genau. Und man muss da nicht drauf warten, dass es irgendwas Besonderes ist. Es geht nicht um besonders oder abgesondert oder große Leistung. Es geht um das Einzigartige. Genau. Das, was durch nichts anderes ersetzbar ist, das, was man ist und was man nicht lernen muss. Ja. Nicht alle Hunde bellen gleich und nicht alle Katzen miauen gleich und nicht alle Köche kochen gleich, aber jeder kocht individuell. Ja, jeder Maler, jeder Künstler macht es auf seine Art und das macht ja den Künstler aus. Das ist ja die Kunst. Der Künstler selber ist ja eigentlich schon die Kunst, die er dann ausdrückt. Ja? Wenn das die Menschen wissen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind, dann wäre schon viel Entspannung da. Ja. Ja, im Moment wird von Kindergarten bis gelehrt, du sollst so sein und nicht so, wie du bist. Genau. Und darin liegt ja diese Hauptverstrickung von Gewalt und Trauma. Genau. Und dort ist dann Religion und Kirche und Politik und alles wieder eins, oder? Es geht immer nur darum, bloß nicht so sein, wie du bist. Sonst geschieht was Furchtbares. Dabei ist es genau umgekehrt. Wenn du nicht so bist, wie du bist, egal aus welchem Gedankengerüst oder Konzept heraus, es geht schief. Dann wird man Das richtig Leben wird dich. unglücklich. Ja, das Leben wird dich dazu zwingen, wenn es sein muss, du selbst zu sein. Weil vorher bist du nicht Teil vom Ganzen. Und das Leben selbst sehnt sich nach Vollkommenheit. Und da gehörst du und ich und wir alle dazu. Also müssen wir unsere Mauern einreißen und wieder lernen, uns hinzugeben. Um mal zu schauen, was dann passiert. Nicht unterzuordnen oder aufzugeben, sondern Hingabe an das Leben, Hingabe Jeden an das, einzelnen was ich. Moment. Ja, Ein neuer Spielplatz, wie du schon gesagt hast, ein schöner neuer Spielplatz fürs Leben und einfach teilnehmen an diesem großen Spiel Ja. in der Einzigartigkeit. Ja, und für viele klingt das zu einfach und gerade weil es so einfach ist, denken sie, dass es nicht stimmt, aber vielleicht ist es genau umgekehrt. Alles, was stimmt, ist einfach. Alles, was stimmt, klingt einfach, aber mach's erstmal. Ja, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann wird es ganz einfach. Die Ja, wenn ersten du paar weißt, Male wie sind es geht, schwierig. dann ist es immer einfach. Genau.
Aber Gott sei Dank kann man das heutzutage ja an verschiedenen Orten lernen und ein bisschen Üben. begleitet üben und dann raus ins Leben und es selber machen und staunen, was alles möglich ist. Denn es gibt gar nicht so viele Gründe, dass etwas nicht funktioniert, wie Möglichkeiten, es funktionieren lassen zu können. Richtig. Ich habe dir ja erzählt, dass mein Vater gestorben ist letzten Monat. Und immer wenn ich mich so an ihn hinkonzentriert habe und versucht habe, so seine Seelenreise zu begleiten, das, was am meisten zurückgekommen ist, war diese Traurigkeit über das ungelebte Leben. Ja, da gibt es ja auch spannende Studien von Sterbenden, die man gefragt hat, was sie in ihrem Leben am meisten bereuen. Und man hat erwartet, dass sie sagen, ich habe bereut, dass ich dies und jenes getan habe, dass ich da mal was gestohlen, den geschlagen, weiß Gott was. Und dann waren sie total überrascht, dass weit über 90% haben Dinge bereut, die sie Nicht gemacht haben. unterlassen haben, die sie nicht gelebt haben. Und deshalb leb schon heute, bevor du stirbst. Ja, ist viel einfacher. Dann stirbst du auch bequemer. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also die wirklich wichtige Geschichte ist es auskosten. Ich meine, das ist ja ein Riesengeschenk, dass wir dieses sinnhafte Leben führen dürfen. Könnten ja auch auf einem anderen Planet inkarniert sein, wo es überhaupt kein so sinnhaftes Leben gibt. Mit so vielen Sinneseindrücken oder so vielen Optionen. Ja, es ist schon ein Privileg, du Das zu ist ein sein. richtiges Privileg. Und das dann auslassen ist schon irgendwie komisch. Das ist wie vor einem gedeckten Tisch verhungern. Ja, genau. Bloß weil man sich nicht hingreifen traut oder denkt, und das ist nicht für mich. Ja, jetzt wieder das Bild mit dem Essen und diesen langen Gabeln. Ja, Das Bild aus das der kennst du Hölle. sicher, wo sie einfach lernen müssen, dass wenn ich mich selber so nicht füttern kann, dann gebe ich es jemand anderem und der andere gibt es dann mir und dann sind alle genährt. Ja, und das ist der Austausch im Leben. Wenn du anfängst, dich ins Leben hinein zu verschenken, tun das andere auch. Und wer gibt, der bekommt auch. Ja, das heißt, wir müssen lernen, wie wir unsere Haltung auf Empfang schalten können. Und das tun wir, indem wir auf Senden gehen. Ja, wer gibt, bekommt. Ja, wer nimmt, dem wird genommen. Deshalb sagt man doch, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, weil die Leute das nicht richtig verstehen. Sie denken, es ist ungerecht. Ja, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Wer ein schwieriges Leben hat, wird es immer noch schwieriger. Das sei ungerecht. Nein, das ist eben, weil das Universum immer Ja sagt. Es arbeitet immer für uns. Wenn es von uns die Schwingung bekommt, ich bin arm, interpretiert das Universum ganz einfach. Der mag das. Sonst würde das ja nicht aussenden und gibt mehr davon. Ja? Wenn ich also etwas in meinem Leben verändern will, muss ich es herstellen, dass ich das denke, fühle und tue, was ich will und nicht, was ich nicht will. Und wenn ich es jetzt noch nicht habe, ist das ein bisschen schwierig, aber man kann es lernen. Und dann wird das eintreten in dem Moment, wo ich keine Zweifel mehr habe, dass es wirklich stimmt. Es Dir geschieht nach beginnt, deinem ja, Glauben. Ja? beginnt damit, es für möglich zu halten und dann zu akzeptieren, dass es geht. Sehe ich bei allen Streunern, die entscheiden, sie wollen Kontakt Zu zu wissen, Menschen das ist oder schon sie wollen riesig. einziehen. Ja. Und bei denen kommt auch zuerst diese Entscheidung und dann auf einmal kannst du als Mensch näher an sie drangehen. Auf einmal darfst du das Futter vor die Nase stellen. Auf Ja. einmal kommen sie ins Haus rein und wollen auch im Haus gefüttert werden. Und irgendwann darfst du sie anfassen und irgendwann fassen sie dich an. Und ich habe mit einem Kater, den ich 4 Jahre erlebt als streunenden Kater, dieses Jahr ist er eingezogen. So war ein langer, langer Prozess seit Januar, aber im Januar hat er sich entschieden und
jetzt so haben wir 10 Monate Prozess hinter uns. Und jetzt hat er mich zum ersten Mal zurechtgewiesen bei einer Fehlhandlung, hat mir auf die Hand gehauen mit seiner Pfote, ohne dabei irgendeine Kralle auszuführen. Wahnsinn. Und der hat sich zuerst immer wieder mal ein bisschen blicken lassen, dann wieder weg, wieder gekommen, so richtig angetastet. Ja. Er hat dich Somit also auserwählt. definitiv. Er ist dem Gesetz hier gefolgt, sich hier zu entscheiden, sich zu zeigen, das, was ich ihm gegeben habe, anzunehmen und dann nach immer mehr zu. Jetzt liegt er in der Küche auf dem Stuhl und schläft. Und sag mal, wie kommst du eigentlich zu deinen finanziellen Ressourcen, um die Tiere zu füttern und zu pflegen? Ich frage nach Spenden. Da kommt in letzter Zeit etwas zu wenig rein. Aber wenn wir es jetzt schon ansprechen, ich bitte immer wieder um Spenden und keine Spende ist zu gering. Auch 1 Euro jeden Monat ist 1 Euro jeden Monat und es läppert sich. Ja. Und die andere Geschichte ist, dass ich ein Futtermittel empfehle, hinter dem ich wirklich stehe, was ich auch hier im Sanctuary füttere. Und wenn andere Leute das auch füttern und einkaufen, bekomme ich ein bisschen eine Provision. Okay, und was ist das Auch für ein das Futter? läppert sich. Weiß ich Ja. nicht, ob ich das jetzt hier so offen sagen sollte. Das ist Ja, eine klar. kleine, werthaltige bayerische Firma. Die heißt Xantara und hinter der stehe ich wirklich. Und wer das ausprobieren möchte, kann mich jederzeit anschreiben und kriegt dann 10% Gutschein. Den kann er verwenden und einmal Super, ausprobieren, wie das funktioniert für ihn. und du hast einen sicheren Link in der Beschreibung, wo Sie draufklicken können, oder? Ich kann einen reintun, ja, das können wir jederzeit machen. Wir machen deinen Link Ja. rein und machen meinen Link rein. Ja, genau. Dann ist es einfacher für die Menschen, sich zu orientieren. Und ich glaube, ich habe ja auch ein Kinderhilfswerk. Und wir sehen das ja auch, wie viel man bewegen kann mit ganz wenig. Ja. Wir konnten auch schon jetzt über 7.000 Kinder retten über die Jahre und über 1 Million schon einsetzen. Und wir haben nur 100 Mitglieder oder so. Ja. Und ein paar Events, die wir machen und ein bisschen Inspiration, die wir rausgeben. Und Tiere sind mir eben auch ein Herzensanliegen. Also wenn jemand etwas für die, ich sage jetzt mal, hilflosesten Wesen tun möchte, dann sind es Kinder und Tiere, dann Definitiv. bist du sicher froh um einen Zustupf, Sicherlich, und wir auch wenn sind wir da auch das eine auch anschauen, NGO. dann. Wir können es auch gemeinnützig, also wir können Spenden absetzen oder steuerlich absetzbare Spendenquittungen ausstellen. So rum ist es richtig. Eine richtige Okay, perfekt. NGO. Ja. Und ich habe ja auch eine kreative Idee gekriegt dieses Jahr. Ich habe mich ja seit 10 Jahren beschäftige ich mich mit dem Streunerproblem. Wir haben 600 Millionen Streuner weltweit. Boah. Kein Mensch, keine Regierung, niemand kann das finanzieren, dieses Problem aufzuräumen. Aber dieses Jahr hatte ich die Idee. Schwarmfinanzierung über die Tourismusbranche. Ja. Wir haben in Griechenland 34 Millionen Touristen jedes Jahr. Würde nur jeder Tourist pro Übernachtung 1 Euro abgeben für den Tierschutz, hätten wir hier in Griechenland innerhalb von 10 Jahren keinen einzigen Streuner mehr. Ja, wenn überhaupt so lange. Wenn überhaupt so lange. Aber das ist jetzt suche ich ein paar Leute aus der Tourismusbranche, die sagen, ja, wir heben die Hand. Wir sind dabei bei diesem Pilotprojekt. Lass es uns ausprobieren. Also falls hier das Okay. jemand hört, bitte meldet euch Hotels oder Restaurants, dass wir nachweisen können, dass es über Schwarmfinanzierung geht, genügend Geld für Tierschutz oder auch Kinderhilfe zusammenzubringen. Weil da Das ist liegen die eine Optionen. tolle Idee. Menschen Geniale Idee. geben immer dort, wo sie eh schon Spaß haben. Fun Theory. Das heißt, dann, wenn ich essen gehe oder dann, wenn ich in Urlaub fahre, fällt es mir 10-mal leichter zu sagen, komm, hab 10 Euro oder hab 20 Euro, schließlich habe ich auch Spaß.
Du, lieber ein Hunderter für die Tiere als für die grüne Agenda, oder? Erinnert mich an deutsche Politik, mag ich gar nicht mal hindenken. Es ist Ja, so lassen wir uferlos es und wieder weg. traurig, so uferlos und traurig, dass ich mir manchmal Reden von Helmut Schmidt anhören muss, um wieder zu glauben, dass Deutschland mal Politiker hatte. Ja, mal Intelligenz noch vorhanden war. Aber sag mal eigentlich jetzt so gegen Ende, was denkst du denn, was möchten deine Zuschauer noch wissen? Was interessiert sie noch, wo, dass wir es nicht vergessen? Jetzt haben wir uns ein bisschen verloren in unseren eigenen Geschichten so. Gibt es etwas, wo du weißt, dass deine Gemeinschaft da, deine Community im Schwerpunkt hat? Sind das Tiere oder? Nein, das ist Transformation, die persönliche Transformation ja, der persönliche Läuterungsprozess. Okay, Denen ja, dann ist sind sie allen ja. bewusst, dass sie nicht nur Tugenden haben, sondern auch Untugenden. Und die Untugenden, dass die Probleme und Resonanzfelder kreieren. Und wie man nun einfach diese Untugenden nach und nach transformiert. Nach und nach Genau, hinter sich lässt, um andere Resonanzfelder zu erreichen. Also da gut, ich liegt meine, die Hauptthematik. wenn Sie das wollen, dann sind Sie ja bei uns an der richtigen Adresse, vor allem bei mir im Training, wo wir lernen, unsere Schwächen zu Stärken zu machen, wo wir lernen, uns umzuprogrammieren, unser eigenes Bewusstsein zu durchleuchten, neu zu strukturieren, die eigene Realität zu erschaffen und sein eigenes Traumleben zu verwirklichen. Ich glaube, das ist das, was jeder Mensch möchte. Man kann das lernen und zwar in relativ kurzer Zeit. Man muss es dann einfach anwenden und dann funktioniert das auch. Also da ist jeder ganz herzlich bei mir im Free Spirit Training willkommen. So einfach mal ins Internet gehen oder in den Link da unten schauen und einfach nicht vergessen, sei realistisch, glaube an Wunder. Genau. Ja, Oder in alles meiner ist. Sprache ausgedrückt, Wunder sind real. Genau. Oder Ja, und alles ist nochmal. für jeden möglich. Ja, auch für dich. Alles ist möglich, wenn du weißt, wie es geht. Ja, das ist Und schon den so. Geist Und offen dann. halten kannst, dass es passiert. Genau. Und wie man das genau macht, das kann man ja lernen. Gott Das sei ist Dank. Ja. Übungssache, eine Ja. Übungssache. Ja, so ist es. Gibt es noch etwas, was du ansprechen möchtest, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt vergessen? Wir haben vieles vergessen oder einfach nicht angesprochen. Wir könnten noch stundenlang reden. Was mir aber jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, ist eine Situation mit meiner damals verstorbenen Hündin. Das war ein Golden Retriever, Mädchen. Und als sie gestorben ist, war ich gerade in Österreich unterwegs mit einem Musiker zusammen, so auf einer Vortragstournee und eine CD haben wir gemacht und so. Und dann sitzen wir eines Tages im Studio. Dann zieht mein Freund die Füße unterm Tisch weg und sagt: Oh, da sitzt ein Hund. Dann habe ich geschaut und tatsächlich lag da meine Golden Retriever Freundin. Ich rufe zu Hause an und es hieß, sie ist heute gestorben. War sie schon wieder da? Ja. Und das heißt also, auch Tiere leben weiter, nicht nur wir Menschen. Definitiv. Und wenn du in deinem Zimmer sitzt zu Hause und du hast ein Haustier gehabt, das verstorben ist und guckst Fernsehen oder liest ein Buch und du hast plötzlich das Gefühl im Augenwinkel, da sei was durchgehuscht. Du kannst sicher sein, dass das keine Einbildung ist. Das habe ich gelernt. Kann ich Und nur mit Menschen bestätigen. ist es ebenso. Ja. Menschen ist es genauso. Also auch gerade die Präsenz meines Vaters, der jetzt seinen Körper ganz frisch hat liegen lassen, der ist definitiv noch da, auch wenn er jetzt schon relativ weit weg ist.
Also ich merke die Distanz, die größer wird. Und Dinge, die er mir nie hat sagen können, die gingen auf einmal, nachdem er den Körper hat liegen lassen. Ganz einfach. Ja, klar. Und Ja, Dinge, die ich klar. ihm nie habe sagen können, waren auch viel, viel einfacher. Und am Schluss haben wir festgestellt, dass wir uns in diesem Leben gar nicht wirklich richtig kennengelernt haben. Genau. Und jetzt kannst du Und dreimal viel raten, zu was wenig ich. Zeit miteinander verbracht. Da kannst du dich also schon jetzt auf ein Wiedersehen freuen. Wir werden uns wieder begegnen. Wir werden das vielleicht nochmal anschauen. Ja, wir holen das sicher nach. Aber schöner Genau. wäre es, es jetzt in diesem Leben so zu leben, dass man es eben nicht nachholen müsste. Mit unseren Lieben zusammen sein, so oft wir können. Lebe dein Leben jetzt, ja. Dann ist das vielleicht die Essenz unseres Gesprächs. Lebe dein Mit sich. Leben. Ja, mit Lebe dein Betonung auf Leben. dein. Dein Leben jetzt. Ja. Und freue dich, dass du an dieser Schnittstelle der Zeiten inkarniert bist. Mit Sicherheit haben wir alle die Hand gehoben und gesagt, beim Showdown sind wir dabei. So, es wollten so viele dabei sein, die kein Ticket bekommen haben, dass nur die zugelassen worden sind, die die Besten der Besten eigentlich sind, die Pioniere der Pioniere sozusagen. Und jeder, der da ist, und vor allem diejenigen, die jetzt hier zuhören, unterschätzt das nicht, was das für eine Auszeichnung ist, jetzt in dieser schwierigen Zeit hier sein zu können, zu dürfen. Es war kein Müssen, ja. Und Nein, ganz viele haben wir. würden gerne, wie du es gesagt hast, aber es können nicht alle. Es ist unmöglich. Aber es warten noch viele, die unbedingt, unbedingt jetzt noch kurz vor Schluss dabei sein wollen. Deshalb sind die Kinder, die jetzt geboren werden, auch ganz anders. Und Tiere auch, kommen neue Tiere plötzlich auf den Plan. Neue Pflanzen, neue Menschen, die man noch nie gesehen hat. Und wir sind Nein. mittendrin. Wir sind mittendrin und Ja. dürfen so ein bisschen noch als Vorbild vorne rangehen. Wie steil ist das denn? Ja, das ist der Hammer. Ja. Ich habe doch gesagt, ich habe hier auf dem Gelände 6 freilebende Hunde ohne Zaun. 3 Katzenwelpen sind an diesen 6 Hunden vorbei auf die Terrasse vom Volontierhaus gegangen und haben dort um Asyl gebeten. 3 kleine Katzen. Sehr mutige, ganz außerordentliche Tiere. Ja, eben, Neue. neue Katzen. Neue Ja. Generation, neues Leben, neue Dimension. Wir werden noch staunen. Doch, wie Don Alejandro sagte, mit Neugier auf den Sonnenaufgang blicken. Jawohl. Der Sonnenuntergang ist schon hinter uns und wir sind in der Zwischenzeit mit voller Neugier auf den Sonnenaufgang gucken und mitspielen. Mitklingen. Danke, Bruno. Ein sehr Ich habe zu inspirierendes danken. Gespräch. Danke, ja. Ich bin eine ganz andere Richtung, als man hätte vermuten können. Aber es ist wie immer bei dir, Marianne. Du gehst irgendwo durch, du gehst irgendeinen Weg entlang und dann plötzlich geht man mit und findet sich irgendwo, wo man gar nicht wusste, dass man heute hingeht. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer uns folgen konnten und den Spirit, sage ich mal, in uns spüren, dass wir unseren Weg wirklich gehen und dass wir auch jeden ermuntern, seinen Weg zu gehen, weil es ist der einzige, der zu deinem Ziel führt, ist der Weg deines Herzens und den darfst du, sollst du und kannst du auch gehen. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch von allem verabschieden. Vielen Dank für eure wertvolle Lebenszeit, die ihr jetzt diesem Gespräch geschenkt habt. Wir wissen das mit Sicherheit zu schätzen und wir wünschen euch das Allerbeste
und freuen uns auf die Zeit, wo wir dann jenseits aller technischen Barrieren und Möglichkeiten physisch zusammen in einer Welt treffen können, uns in die Arme nehmen können und uns erinnern, wer wir sind und wer die anderen sind. Ich freue mich schon auf dich. Wunderbar. Wunderbar und danke für all die ermutigenden Worte. Gerne. Danke dir. Dann sagen wir auf Wiedersehen für heute.